Ja, und somit ein recht herzliches Hallo wieder zu The Evil Within 2. Jo, Sebastian, hier sind wir stehen geblieben vor diesem Spiegel, wo wir uns selber sehen und unser Foto oben ist. Und ja, ich würde sagen, machen wir gleich einmal weiter. Ja, schauen wir mal, was wir jetzt noch so erleben. Ich muss sagen, danke für die Bewertungen. Danke für die Views. Noch sind wir relativ gut am Start und ja, noch geht's weiter. Aber wie gesagt, das Kapitel will ich jetzt eher mal zumindest bis zu einem gewissen Punkt weiterspielen. Und dann werdet das Ganze ihr einfach entscheiden. Aber dazu später dann mehr. So, weiter geht's. Viel Vergnügen. Ich spiele mal mit der Tastatur mal ein bisschen. Ich schau mal ein bisschen, wie es so geht mit der Tastatur, vom Gefühl her. Hölle. Hä? Stand da wer? Leider hat man nicht mehr geschrieben. Ach du Scheiße! Fuck, was zur Hölle ist das? Was zur Hölle? Ich laufe mal rein. Au! Au, au, au. Au, au, au. Komm, weg, 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 weg. Wieso kommt hier schon der Endgegner? Da schaut man eher nach Endgegner aus zum Ende vom Spiel. Nicht umdrehen, Sebastian. Komm, go, 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 go. Wow. Los, 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 los. Lauf, 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 lauf. Das war schon wieder so... Oh, fuck. Nein. Da hat es uns jetzt einmal komplett gelegt, ja. So, das war The Evil Within 2. Danke fürs Zuschauen. Ende des Let's Plays. Ich hätte müssen eh drücken. Ah, oh, fuck. Ja, einmal spielen wir gleich mit der Tastatur. Und schon... Was läuft's nicht mehr. Bleib mal da hängen, komm, lauf, lauf! Aber die Tastatur müssen wir. Komm, go, 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 zum Glück ist er nicht so schnell wie wir. Komm, 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 komm! Lauf doch! Boah, die Tür hält's auf, das kann ich mir nicht ganz vorstellen, oder? Ich stecke hier fest. Bis da, da geht's rauf, oder? Ja, wenn wir schon... Boah, fuck! Oder auch nicht. Wenn uns hier schon direkt angezeigt wird. Okay, hier ist mehr mit E drücken. Muss ich mal merken. Komm, go, 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 Sebastian. Uah, komm, 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 komm. Verdammt. Bring mal links ab. Was zur Hölle ist das? Ja, sag noch ein paar Mal was zur Hölle. Ich glaube, das werden wir noch ein paar Mal hören. Oh, eine Ratte. Wow. Was? Okay, ich glaube, sie mag keine Ratten. Oder sie hat sich irgendwie gemerkt, dass die Ratte hat es gemerkt, uns merkt sie nicht. Wenn wir hier oben sind, ja, gut für uns. So, da dürfte es nach rechts gehen, glaube ich. Lego mio, Lego mio. Okay. Okay. Runter hier, was anderes können wir eh nicht machen. Nichts zu hören. Hm. Aha, durch die Tür kommt sie nicht. Aber dafür durch die Mauer, alles klar. Sowas gefällt mir zwar auch nicht ganz so hundertprozentig, aber gut, was soll's. Ist halt so ein Spiel. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was? Aua! Oh, fuck. Aua. Nein, nein. Okay, ich kann gerade nichts tun. Die Tante. Zack. Jetzt kann ich was tun. Ich sage noch einmal ein kurzer Hinweis. Spiel ist ab 18. Danke für die Aufmerksamkeit. Und jetzt sind wir auf einmal in... Wo?
Okay. Was zum Teufel geht hier vor? Ja, was zum Teufel und was zur Hölle? Das wird er noch öfter sagen wahrscheinlich. Ach, der Schatten, ich dachte schon. Automatische Gesundheitsregeneration. Also bis zum roten Strich tut er automatisch bis zu einem gewissen Punkt. Das wäre der hier. Ich hoffe, ich sehe jetzt meine Maus, aber ich glaube schon. Wenn du dich nicht in Bewegung regenerierst, regeneriert sich... Was? Wenn du nicht in Bewegung... Wenn du dich nicht bewegst. Halleluja. Okay. Also suche bei kritischer Gesundheit einen sicheren Ort zum Verstecken und Erholen auf. Ja, ist klar. Also er regeneriert sich schon im Laufen auch, aber da relativ langsam. Okay, alles klar. Feldmesser erhalten. Okay, warte mal, Mausrad. Nö. What? Nö, ich will mal hier eine Runde drehen. Da gibt es da noch irgendein Tutorial. Oh, schaut. Normal müsste jetzt irgendwie reinschauen beim Fenster, oder? Das wäre wieder so der Klassiker. Okay, der Computer ist defekt, die Maus hängt runter, alles klar. Habe ich meinen Timer gestartet? Ja, Gott sei Dank. So, da können wir nichts mehr tun. Gut, dann gehen wir raus. Gut, wenn es hier gechillt ist, gehen wir wieder ganz ruhig mit dem Joypad hier mal entspannter hin. Aber wenn es dann vielleicht um Schießen geht, unter Umständen... Schau mal, da schnappe ich. Beim Schießen werde ich doch mit der Maus dann agieren. Okay, hier geht's rein. Wir werden das einmal ganz gechillt hier durchsuchen. So, keinen Plan, was wir hier haben. Okay, schau, bitte keiner reinschauen. Hier geht's aber mal raus vom Haus anscheinend. Okay, mal fürs Erste zumindest. Oh, die kommen noch vom ersten Teil. Da können wir, glaube ich... eine Reise spielen. Spritze. Es ist unbekannt, aber es stellt etwas gesundet wieder her. Ja, dann rein mit der grünen und der blauen Soße, oder? Perfekt. RB halten, Gegenstand. Okay, Maus 3 halten. Ah, okay. Maus 3. Schnellzugriff festlegen. Moment mal, RB ist... LB ist das aber. Hä? Und wir legen es fest nach unten. Und bei der Maus haben wir es jetzt wo? Auf Taste 3, okay. Und das Funkgerät kommt automatisch. Haben wir nicht irgendwo ein Messer da gesagt? Ah, das haben wir instant jetzt... Okay, alles klar. Passt, danke. Kannst du das wieder einstecken? Oder wie ist das? Keine Ahnung. Ist auch egal. Vielleicht steckt das automatisch weg. Kühlschrank ist nix. Setzen wir uns daher? Nein. Noch ein kleiner Raum, okay. Leider hat man unter dem letzten Video, ich glaube es zumindest, ich bin mir jetzt nicht sicher, korrigiert mich, falls ich es übersehen habe, noch keiner geschrieben, ob sich wer beim letzten Part dort geschreckt hat auch, wer es nicht gekannt hat natürlich, bei dieser einen Typ, wo die rausgeschaut hat, das war ja, boah Leute, das war ja Hardcore für mich. Tagebuch des verlassenen Hauses. Legst du dem es nicht wirklich durch. Die Handschrift in den Tagebuch ist sauber und ordentlich. Der letzte Eintrag lautet. Ich habe eine Meldung. Bla bla bla. Verrückte Scheiße. Tag passiert. Das stimmige Szenario ist eingetreten. Aber wenigstens muss ich nicht mehr vortäuschen. Diese Dinge gesehen haben, sind aber ändern spät. Noch retten. Es ist eine Zeit, meine Training in der Praxis umzusetzen. Bla bla bla. Okay. Alles klar. Ja, da ist schön ruhig, oder? Aber, ja, was soll's. Wir müssen ja weitermachen. Wir könnten auch hier 10 Parts machen, hier innen, nur zum Schauen. Okay.
Okay, hier liegt einfach so eine Pistole rum. Als ich dich gebraucht habe. Ich glaube, es hätte uns gegen die Tante auch nicht wirklich viel weiter geholfen. Da half, glaube ich, nur laufen. Okay, es Vielleicht regnet. Ist das der richtige Ort? Für was? Lily. Also um Lily ich zu finden. Hoffe, du bist hier. Ist Water? Ich dachte, Feuerflagge. Bla bla bla. Schöne Scheiße ist das. Jo. Kidman. Sebastian. Wo warst du? Sebastian, wieso kannst du nicht Sebastian sagen? Naja. Aber es war auf keinen Fall eine idyllische Kleinstadt. Irgendwas Furchtbares geht hier vor, Kidman. Baker ist tot. Hier läuft ein Killer rum, der Dinge tun kann, die... Das ist wieder wie in Beacon. Hm. Wohin zum Teufel hast du mich geschickt? Ah, werden wir schon hinkriegen. Wir sehen von hier draußen nichts. Baker führte das Team an. Wenn er tot ist, bedeutet das für die anderen nichts Gutes. Schau dich weiter um. Je mehr Infos du sammelst, desto besser kann ich dir helfen. Ja. Klar. Na, super Hilfe. Danke. Ah, eine Pflanze. Nice. Eine Pflanze mit heilenden Eigenschaften. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Nice. Etwas Loot. Ja, wenn man da immer jede Ecke hier durchsuchen muss. Bild kommt mir jetzt gerade so ein dicken Feeling kommt rüber jetzt von The Last of Us vielleicht. So ganz leicht. So, LB hat er gesagt. Okay, wir haben 6 Schuss, kann das sein? Moment. Ah, okay. Nur, dass wir es wissen und für da haben wir es auf der Taste 1, alles klar. Taste 1. So, wie ist alter Battlefield-Spieler? Wow. Es wird auch nicht besser, wenn wir in die Knie gehen, leider. Das ist Battlefield auch, dass also der Faden ganz ein bisschen kleiner wird. Holy shit. So, einstecken können wir es wahrscheinlich, wenn wir wieder drauf drücken, oder? Nein! Oh, fuck. Okay, das geht. Okay, er nimmt instant. Er nimmt es erst in die Hand. Okay, macht aber nichts. Wir haben sowieso. Ja, macht nichts. War nicht so tragisch. So, kurze kleine Übung vielleicht. Nehmen wir mal an. Es kommt wer oder sitzt wer im Auto. Zack. Oh, das schwankt. Lecco mio. Mit der Maus. Schauen wir mal, wie ist das hier mit dem Ding. Oh. Ui, 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 ui. Hoppala. Ui, ui, ui. Ja, mit der Maus noch ein bisschen besser. Okay, wegstecken können wir es mal nicht. Was ist, wenn ich... Ich will eigentlich nicht... Wenn ich so jetzt tue, haut er dann zu oder schießt er dann? Ich will es gar nicht probieren. Oh Gott sei Dank, er macht nur Zweikampf. Zweikampf sage ich schon, Nahkampf. Oi, oi, oi. Armer Mistkerl. Hier so verwiesen zu müssen. Die Koffer, okay, alles klar. So, laufen wir mal weiter hier, bitte. Keine Sorge, Sebastian. Das ist nur eine kleine, ruhige Stadt. Ja. Genau. Zu ruhig. Ich will der nächste. Hallo? Du musst essen. Hey! Hallo? Sie muss mich gehört haben. Ich schaue lieber mal nach. Ja, genau. Schau lieber mal nach. Geh nach. Wollen wir das jetzt wissen?
Was da drin ist? Ehrlich gesagt nicht wirklich. Hallo? Haut und Knochen. Essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Aufessen. Du musst essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Ach du Scheiße. Ich sagte es. Was für Scheiße geht hier ab, Freunde? Oh weh. Nase gebrochen. Komm jetzt unsere Waffe zum Einsatz, aber ich muss mich gleich mal ein bisschen gerade hinsetzen hier. Ui. Ui, die Flasche. Was geht mit dir ab? Oh. Ach. Oh, fuck. Scheiße. Jetzt hat er die Patrone verschossen, Alter. Fuck. Was ist mit ihr? Boah. Das waren 3 Schuss. Theoretisch haben wir jetzt nur 3 drin. Aber ich hoffe, wir brauchen sie nicht mehr. Nee. Oh Gott. Yes! Nice! Headshot. Okay, stimmt aber eigentlich nicht. Jetzt haben wir 5 Schuss. Das heißt, die, was er im Video verschossen, verballert hat, ich meine, ist zwar gut für uns jetzt, aber die hat er nicht gezählt. Aber okay. So, ich will das Messer wieder haben, bevor er unnötig... So, das ist jetzt diese... Okay, wenn das, das ist... Ah, das ist aber ein gutes Zeichen für uns, das können wir uns merken. Oder für euch aus, kleine Info, wer es nicht weiß. Wenn das grüne Suppe da ist, dann sind die Typen oder die Dusse hier auf jeden Fall tot. Kidman. Ja, habe ich. Das ist hier wirklich wie in Beacon ist. Die Leute verwandeln sich in Kreaturen. Verdammt. Was zur Hölle ist passiert? Keine Ahnung. Aber Lilly schwebt definitiv in größerer Gefahr als gedacht. Sebastian. Hör auf, Kidman. Überlass mir das. Ich finde sie. Genau. So, die Soße nehmen wir damit. So, Kumpel, wie geht's dir? Ach du Scheiße. Wieso ist er ausgerechnet jetzt tot und die ganze Zeit nicht? Oh! Nice! Nice, nice, nice! Okay, na dann Mahlzeit. Was haben wir hier? Oh, Taschenlampe, Moment, ich switch kurz auf die Ding. Fernseher? Mal aus. Na, lass an, ist ein bisschen heller. Was sagt die Zeit? 18, 19 Minuten. Wir suchen vielleicht das Haus noch fertig, obwohl das natürlich jetzt wieder relativ ist. Okay, das ist nur hier unten, dann könnte man noch raufschauen. Rauf ist natürlich auch immer so eine Sache. So, nehmen wir mal die Pistole in die Hand. So, will ich das jetzt wissen, was da drin ist? Der geht schon so ganz langsam rein. Ja. Schießpulver. Ich glaube zum Herstellen von Munition. Okay, alles klar. Bild. Gut, ich glaube, wir können wieder rausgehen. Problem ist nur für die
Ah, schick die Waffe wieder weg. Fürs Let's Play natürlich. Wo zum Teufel speichern wir? So, wir werden einfach mal den Weg weitergehen. Bevor wir weitergehen, gehen wir kurz einmal auf Spielladen. Ich schau mal, jetzt habe ich hier 1.14 Uhr. Wann hat das letzte Mal Oh, oh. Um 1.10 Uhr hat er gespeichert. 1.10 Uhr, fast 1.11 Uhr, 1.14 Uhr. Sollte passen. Sollte passen. Ja, das passt. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal hier dann wieder. Da geht es dann weiter mit Sebastian. Da ist schon wieder ein Auto. Okay, alles klar. Und was es mit dem Donner auf sich hat? Ein Tot... Ah, Kisten. Okay. Moni, nice. Nice, 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 nice. Du mal nachladen hier. Sehr gut. Achso, wir haben nur 6 in der Ding drin. Okay, alles klar. Wir haben nur 6 Schuss im Magazin. Das können wir sicher upgraden auf, ja, weiß nicht, 10 oder was. Okay, die haben einen Eisenrahmen, die können wir nicht zerstören. Alles klar. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.